Nadine Schneider und Pfarrerin in den Kirchengemeinden Thumsenreuth mit Friedenfels und Krummenab. Das ist in der nördlichen Oberpfalz gelegen, direkt an der oberfränkischen Grenze. Wir haben nicht mehr weit bis Marktredwitz. Und diese zwei schönen Landgemeinden sind im Dekanat Weiden. Wir sind hier in der Leonardikirche in Krummenab. Das war bis in die 1930er Jahre ein Simultaneum. Seit den 30er Jahren gehört es der evangelischen Kirchengemeinde Krummenab. Es ist eine ländliche Gemeinde, also wir haben hier Landwirtschaft vor Ort immer noch, aber diese Gemeinde Krummenab ist auch wirtschaftlich, also industriell geprägt. Es war bis 2006, stand hier direkt an der Kirche, die Porzellanfabrik Seltmann, die wurde 2006 geschlossen und 2014 dann auch abgerissen. Deswegen ist jetzt hier direkt an der Kirche Brachland. Aber der Gemeinderat und der Bürgermeister haben sich dazu entschlossen, einen Bürgerpark anzulegen. Und das merkt man auch in der Gemeinde, also sowohl in der politischen als auch in der Kirchengemeinde, dass da was passiert, dass sich die Gemeindemitglieder nicht mit ihrem Schicksal abgeben und es ist alles rückläufig, sondern sie wollen wieder vorwärts gehen, wieder vorangehen. In Thumsenreuth merkt man, das ist so ein bisschen ländlicher, das ist auch mehr Landwirtschaft, aber da ist mehr das Herz der Menschen liegt da. Das lebt sehr viel von Beziehungen und füreinander Dasein. Wir sind hier in Thumsenreuth in der Ägidienkirche. Das ist auch ein Simultaneum gewesen, das in den 30er Jahren aufgelöst worden ist. Jetzt eine rein evangelische Kirchengemeinde. Aber die Frage ist, wie es sich weiterentwickelt, weil die Industrie hier einfach kaum Fuß fasst. Also wenn eine gescheite Ausbildung machen will, muss eben nach Weiden. Wer studieren will, muss nach Bayreuth, Regensburg, München, Nürnberg. Und die sind dann erstmal weg. Sie sind zwar alle hier, also ich merke, dass die Jugendlichen auch wieder zurückkommen, aber die Frage ist, wie geht es weiter? Also ich gehe eher davon aus, dass die Gemeindezahlen stark am Schrumpfen sind und dass die Gemeinden noch mehr Stellen auch verlieren im Landesstellenplan und noch mehr zusammenrücken müssen.